auch euch. Also ich habe einige Demos in meinem Leben schon mitgemacht, aber noch nie so ein konzentriertes Publikum und wir sind, glaube ich, jetzt schon 3 Stunden hier. Ja, wir werden Ausdauer brauchen. Ich habe jetzt die Ehre, den nächsten Redner vorzustellen, und zwar Sascha Gierke. Sascha Gierke, es ist eine Ehre, weil er einer der Helden der Seenotrettung ist. Diese Leute, anstatt sie zu unterstützen, man kriminalisiert diese Leute. Sie werden diffamiert und bestraft. Sascha Gierke ist gelernter Rettungsassistent und war seit Sommer 2016 Einsatzleiter auf dem Seerettungsschiff Juventa. Ihr kennt Juventa. Das Schiff war zwischen Sommer 2016 und 2017 an der Rettung von 14.000 Menschen beteiligt. Und jetzt aber sollen die Besatzungsmitglieder der Juventa strafrechtlich verfolgt werden, ihnen drohen bis 20 Jahre Haft. Sascha. Hallo. Ja, mein Name ist Sascha. Ich war Einsatzleiter auf dem Rettungsschiff Juventa, mit dem wir 14.000 Menschen das Leben gerettet haben. Dieses Schiff, das wurde vor einem Jahr beschlagnahmt und seitdem verrottet es in einem Hafen auf Sizilien. Und zudem wird nun gegen 10 der damaligen Crewmitglieder strafrechtlich in Italien ermittelt. Und die Anklage lautet Beihilfe zur illegalen Einwanderung und uns drohen bis zu 20 Jahren Haft. 20 Jahre Haft dafür, dass wir Menschen das Leben gerettet haben und dass wir daran beteiligt waren, sie in sichere Häfen zu bringen. Wir haben es nicht akzeptiert, dass Menschen spurlos verschwinden in diesem Massengrab Mittelmeer. Dieses Massengrab, was existiert mit dem Wissen, der Duldung und dem Zutun von europäischen Staaten. Und dieses Verhindern, dieses aktive Verhindern von lebensrettenden Maßnahmen ist ein Verstoß gegen die grundlegendsten Menschenrechte. Und zudem ist es die aktive Beihilfe zu Menschenrechtsverletzungen, wenn türkische, marokkanische und libysche Milizen hochgerüstet werden von Europa, um Menschen an der Flucht aus Krieg und Elend zu hindern. Krieg und Elend, was wir maßgeblich mitzuverantworten haben. Denn unsere Wirtschaft und unsere Privilegien, die basieren auf kapitalistischer Verwertungslogik und Gewaltlogik. Und sie basieren auf Waffenexporten, auf Landraub und auf Ressourcenausbeutung. Die Ermittlungen gegen uns, sie stehen als eines der ersten und der krassesten Beispiele dafür, dass der Schulterschluss zwischen Bewegungsnazis und der institutionellen Rechten in Europa dazu führt, dass hier faschistische Politik mit juristischen Mitteln durchgesetzt werden soll. Denn seit dem Beginn unserer Mission waren wir im Fokus einer breit angelegten rechten Schmierkampagne, die die Hilfe entlang der Fluchtrouten diskreditieren sollte. Und dieser Schmierkampagne bedienten sich Neofaschisten, Rechtspopulisten und Politiker aus ganz Europa gleichermaßen. Und es waren dann auch neofaschistische Strukturen, die die ersten angeblichen Beweise gegen uns gesammelt haben. Und sie haben damit offene Türen eingerannt bei Politikern, bei den Staatsanwälten und bei den Ermittlungsbehörden. Und sie haben unsere Telefone abgehört, sie haben unsere Brücke verwanzt und verdeckte Ermittler gegen uns eingesetzt. Ganze 5 Behörden waren mit unserem Fall betreut, den Fall der Juventa, aber eigentlich den Fall der Seenotrettung und den Fall der Solidarität mit Menschen auf der Flucht. Und beschuldigt sind hier nur wenige, aber gemeint sind wir alle. Und wer denkt, wer immer noch denkt, dass der neue europäische Faschismus nur ein Problem von Nicht-Europäerinnen ist, der hat es nicht kapiert. Der hat nicht gelernt aus der europäischen Geschichte, die droht sich zu wiederholen. Denn es gibt ihn wieder, den Schulterschluss zwischen dem rechten Straßenterror, der Politik und der Justiz. Und das dürfen wir nicht akzeptieren. Wir als Gesellschaft, wir müssen die humanitären Korridore durchsetzen. Wir müssen sichere Häfen schaffen für Migranten, für Flüchtlinge. Und dann müssen wir gemeinsam mit ihnen kämpfen
um eine Welt, in der wir leben wollen. Danke.